Servus, Gerd-Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen. Herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play-Serie, die wahrscheinlich auch eine Weile gehen wird. Und zwar geht es ein bisschen zurück zu den Anfängen, zu Combat Mission, nur diesmal als Spezialität oder als Besonderheit nicht im Singleplayer-Modus, sondern in dem Modus, den ich selber auch präferiere, bevorzuge, nämlich im Multiplayer, Play by E-Mail. Das Schöne daran ist, man macht Züge abwechselnd und trotzdem finden sie gleichzeitig statt. Wie das passiert, wie das funktioniert, kennt ihr vielleicht schon. Wenn nicht, wird sich das im Laufe dieses Spiels sicherlich zeigen oder ich werde es euch erklären. Ich spiele hier in dieser Partie gegen meinen geschätzten YouTuber-Kollegen Headbreaker, der auch Mitglied bei uns auf dem Discord ist. Tja, und der Headbreaker, das ist, wenn ich mich nicht täusche, sogar der Einzige, der deutschsprachige Tutorials für Combat Mission gemacht hat. Also wenn ihr da mal vorbeischauen wollt und euch Combat Mission zusagt, ihr aber nicht so richtig mit der Steuerung zurechtkommt, dann habe ich euch hier oben, ich glaube links oder rechts, kommt jetzt ein Link, könnt ihr draufklicken und mal beim Headbreaker auf dem Kanal vorbeischauen. Ich sag euch, es lohnt sich. Das Schöne wird sein hier bei dem Let's Play, sowohl ich als auch der Headbreaker, wir werden abwechselnd unsere Züge veröffentlichen. Wir müssen mal gucken, wir müssen uns da noch ein bisschen eingrooven, weil der eine hat vielleicht ein bisschen schnelleres Zugtempo als der andere. Aber das bekommen wir schon hin. Das heißt, ihr könnt euch den Zug aus meiner Perspektive, die Runde aus meiner Perspektive anschauen und auch aus der Perspektive meines Gegenspielers. Besonders interessant, weil in Combat Mission ja doch ziemlich starker Fog of War, also Kriegsnebel, ich finde das deutsche Wort aber irgendwie etwas unpassend, ist. Das heißt, man ist sich nie sicher, wo ist der Feind, was sehe ich vom Feind. Und ich glaube, es ist ziemlich spannend, hin und her zu schalten und zu gucken, was kann ich eigentlich gerade sehen von den Einheiten, die er herumschiebt, was kann ich nicht sehen. Man kann das ein bisschen vergleichen und es ist sicherlich auch sehr, sehr spannend, wie die einzelnen Situationen beurteilt werden. Was ihr da im Hintergrund seht, sind schon mal die ersten Aufnahmen aus den ersten 5 oder 6 Runden. Denn anfänglich passiert in einem Quick Battle normalerweise, und ich sage es in Anführungsstrichen, normalerweise dauert es meistens so um die 10 Minuten, bis überhaupt mal was passiert. Nicht so hier in der Schlacht gegen Headbreaker. Was ist ein Quick Battle Meeting Engagement? Das ist ein Begegnungsgefecht. Wir haben uns auf eine bestimmte Einheitsgröße festgelegt. Ich glaube, wir haben groß genommen. Das bedeutet, wir bekommen 4500 virtuelle Punkte und von denen müssen wir, können wir, dürfen wir unsere Einheiten Force Mix zusammen, unsere Einheitenzusammenstellung zusammenbasteln. Wir haben noch ein paar Regeln, also 4500 Punkte. Meeting Engagement gespielt wird auf der Karte Classic Wills Revised. Die zeige ich euch dann nachher auch noch. Wir haben beschlossen, dass wir maximal 1/3 unserer Punkte in dem sogenannten Armor Tab verwenden dürfen. Da sind letztendlich alle größeren Panzer mit drin. Es kann sein, dass leichtere Unterstützungspanzer auch bei der Armored Infantry mit dabei sind. Genau, ich spiele auf amerikanischer Seite, US Army, und der Headbreaker spielt auf deutscher Seite, auf der Wehrmachtsseite. Da hätte man natürlich auch Waffen-SS und Fallschirmjäger nehmen können. Wir haben uns aber jetzt hier auf die normale Wehrmachtseinheiten geeinigt. Was haben wir noch für, ich sage mal, Hausregeln? Wir haben gesagt, wir haben maximal 3 TRPs, also Target Reference Points. Das sind Punkte, mit denen ich Artillerie relativ schnell aufs Feld werfen kann. Die haben wir auf 3 begrenzt. Wir haben ausgemacht, dass wir keine Pre-Planned Artillery, also dass wir keine Artillerieschläge in der ersten Runde planen dürfen, in der Setup-Runde planen dürfen. Das als kleiner Hintergrund, in der Setup-Phase geplante Artillerieangriffe sind sehr, sehr genau und die können auch zeitlich einfach sehr, sehr schnell quasi auf bestimmte Ziele beliebig auf der Karte gelegt werden.
Normalerweise habe ich, ich sag mal jetzt in Sarna, habe ich eine gewisse Aufklärungsarbeit vorher. Das heißt, mir wird schon irgendwie genannt, gegen wen ich eventuell treffen könnte, was zu erwarten ist. Das weiß ich momentan noch nicht genau, denn wir müssen die Einheiten ja noch kaufen. Und die Einheiten, die man kauft, sind doch sehr, sehr abhängig davon, wie ich die Karte oder wie mein Gegner diese Karte beurteilt. Deswegen würde ich sagen, ich gehe einfach direkt mal vor zum nächsten Punkt, zum ersten T, und zwar zu Terra. Das schauen wir uns jetzt an und hier seht ihr die Karte. Zur Analyse der Karte verfahre ich nach dem amerikanischen OCOCA-Prinzip. OCOCA steht für das O steht für Observation and Fields of Fire, das C steht für Cover and Concealment, das O steht für Obstacles, K für Key Terrain und A für Avenues of Approach. Machen wir mal weiter mit Observation and Fields of Fire. Und wir werden jetzt auf der Karte relativ schnell erkennen, beziehungsweise ihr erkennt auch recht schnell, es handelt sich um eine extrem waldige Karte. Das ist jetzt nicht unbedingt, ja, wie soll ich sagen, kann von Vorteil und auch von Nachteil sein. Und was hier ins Auge sticht, sind auf alle Fälle einmal hier oben der Central Hill, der hier relativ hoch ist. Wir werden jetzt hier in der Analyse nicht so sehr auf Observations und Fields of Fire gehen, denn die Fields of Fire, wo ich Feuer legen kann, sind hier auf dieser Karte relativ beschränkt. Ich habe hier natürlich Feuer von den Flanken von dem Hügel rüber. Ich kann euch das mal zeigen. Das Ganze sieht dann in etwa so aus. Könnt ihr euch vorstellen. Ich kann von der Seite hier rüber in den Wald schießen, aber natürlich auch nicht so weit. Das heißt, die Schussfelder sind relativ gering. Größere Schussfelder, beziehungsweise die auch interessant werden dürften, sind hier die zwei Abschnitte. Einmal hier die Southern Alley, wie ich sie genannt habe, und die nördliche Zufahrtsstraße, die Northern Alley. Hier gibt es durchaus die einzigen Schussfelder, die relativ weit sind, beziehungsweise relativ wichtig sind. Wir haben noch, ich sag mal, relativ interessante Schussfelder hier aus diesem Waldstück mit raus, wo ich auch in den Wald hier rüber wirken kann, aber durchaus auch in dieses Waldgebiet hier Richtung Südosten. Das heißt, es ist eine recht interessante Stellung. Ich habe auf der Karte übrigens knappe 3 bis 4 Stunden zugebracht, um die zu analysieren. Jetzt nur im Schnellen, aber wir werden auf die einzelnen Geländemerkmale sicherlich noch im Lauf der Let's Plays noch deutlich zu sprechen kommen. Wir haben hier noch ein recht signifikantes Waldstück aus deutscher Perspektive. Ihr könnt hier sehen, hier habe ich auch relativ gute Schussfelder. Und auf dieser Karte ist alles ein bisschen relativ zu sehen. Denn, ja, ihr seht, der steht hauptsächlich aus Wald. Was das Thema Observation anbetrifft, ist natürlich hier auch der zentrale Hügel, von dem ich aus in beide Richtungen zumindest einigermaßen gut sehen kann. Allerdings auch natürlich mit Einschränkungen. Gibt es gute Positionen, gibt es schlechte Positionen. Ihr seht es auch schon. Hier zum Beispiel wäre eine relativ gute Position, um auch zumindest Teile des Hinterlandes meines Gegners mitzusehen. Ihr seht also schon, hier wird relativ viel, ich sage jetzt mal so, wir werden die Befehle recht grob streuen am Anfang und dann in die Feinheiten gehen, die es auf dieser Karte gibt, wenn wir dann im Einsatzort sind. Ich finde, das passt auch ganz gut, denn eine Karte ist jetzt auch nicht so detailliert oder man konnte vor dem Einsatz auch relativ schlecht sagen, wo genau man Stellung bezieht. Aber wir kommen jetzt auch gleich noch auf die Schlüsselpositionen. Dann haben wir OV Obstacles und Obstacles, da haben wir natürlich im Prinzip sämtliche Waldgebiete. Ich schalte hier auch mal ganz kurz die Bäume weg und ihr könnt sehen, alle Gebiete, die hier sehr, sehr dunkel eingemalt sind, so wie hier, sind alles Gebiete, die für Panzer nicht durchfahrbar sind. Das heißt, wir haben also schon natürlich relativ große Sperren und dementsprechend auch nur wenige Möglichkeiten, wo sich Panzer entsprechend aufhalten können. Und wir haben ein großes Obstacle, ein großes Hindernis, das vor allem mich betrifft. Wir haben hier diesen Flusslauf im Teil der Karte. Schwierigkeit ist, dass hier hinten meine Setup-Zone ist. Ihr könnt es jetzt hier sehen. Die ist ein bisschen klein. Und ich muss aus dieser Zone erstmal raus. Ich muss über den Fluss drüber. Und dazu gibt es nur 3 Möglichkeiten. Ich habe einmal hier die Brücke. Dann haben wir hier in diesem Bereich eine Furt. Hier vorne, da können Infanterie und Fahrzeuge durchfahren. Und wir haben eine zweite Furt weiter hier im Süden, wo ebenfalls Infanterie und Panzer durchfahren können. Das sind tatsächlich die einzigen Hindernisse, die es auf der Karte gibt. Ein riesiges, was vor allem mich betrifft, und die Waldgebiete. Ich würde fast sagen, der Anfang oder das Anfangssetup ist für mich tatsächlich ein bisschen schwieriger. Ich bin mir aber sicher, dass ebenfalls der Headbreaker seine Situation auch nicht unbedingt besser beurteilen wird. Denn aus seiner Sicht heraus gibt es bestimmt auch Dinge, die nicht ganz so einfach zu handeln sind. Ein weiteres kleines Problem auf der Karte ist, dass der Zugang hier zum Central Hill für mich über offene Fläche führt.
während gegen die Gegenseite hier über dieses bewaldete Gebiet hier erstmal relativ gesichert vorrücken kann. Und dann kommen wir zum K von Okoka. Und wie gesagt, das ist jetzt alles hier recht zusammengedampft. Ich habe die Karte natürlich sehr, sehr lange mir angeguckt und auch geschaut. Ich habe jetzt hier als Schlüsselpositionen, habe ich einmal ausgemacht, dieses Waldstück hier vorne. Könnt ihr sehen, von diesem Waldstück hier aus lässt sich zum einen relativ gut beobachten, was hier rechts im Wald mit passiert. Ich kann den Übergang hier von dem einen Waldstück in das andere Waldstück überwachen und kann hier mit Infanterie relativ gut Stellung beziehen. Wir haben hier direkt angrenzend, das ist quasi unsere erste Schlüsselstellung, wir haben hier direkt angrenzend so einen kleinen Sattel, würde ich mal sagen, der im Prinzip das Gebiet vom Central Hill und des nördlichen Waldes Northern Hill im Prinzip verbindet. Das ist für mich, denke ich, auch eine Schlüsselposition, denn von hier aus können auf alle Fälle mit Panzern oder Panzerjägern teilgedeckte Stellungen eingenommen werden und können hier diesen Zufahrtsweg auf dieser Straße zumindest behindern, einsehen und hoffentlich auch unter Beschuss nehmen. Dann haben wir natürlich, ich würde mal fast sagen, dass das komplette Waldgebiet hier oben natürlich eine Schlüsselposition ist. Wir haben allerdings hier eine Schlüsselposition auf der Seite vom Headbreaker, die es ihm ermöglicht, oder die ich jetzt als Schlüsselposition identifiziert habe, die es ihm ermöglicht, falls in Verteidigung gehen sollte, dass er sich hier sehr, sehr gut verschanzen kann. Und vor allem dann auch schnell wieder zurückziehen kann. Er kann teilweise hier auch mit gepanzerten Fahrzeugen stehen. Und der Vorteil hier von diesem Hügel, beziehungsweise dass es hier so abschüssig ist, ist einfach, wenn ich unter Geschuss gerate, dann kann ich mich auch relativ schnell zurückziehen. Eine weitere Schlüsselposition ist natürlich hier oben der große Berg, ja, der nochmal in der Mitte auf dem Hügel steht. Von hier aus habe ich relativ gutes Sichtfeld, sowohl nach links als auch nach rechts aus meiner Perspektive gesehen. Kann mich relativ schnell zurückziehen und das ist eine weitere Schlüsselstellung. Eine weitere Schlüsselstellung ist, sehe ich in diesem Bereich, denn von hier aus kann ich ebenfalls in dieses Waldstück hier Richtung Norden wirken, habe Kontrolle über die Zufahrtsstraße, beziehungsweise kann sie einsehen und eventuell auch das Feuer öffnen. Von den Distanzen her könnten sogar Bazookas, also diese kleinen Panzerfäuste, die Amerikaner hatten, reichen, um gepanzerte Fahrzeuge, die auf dieser Straße fahren, zu erwischen. Eine weitere Schlüsselposition sehe ich hier. Von dieser Position aus lässt sich relativ gut auch wieder die Straße einsehen. Ich kann eventuell Bewegungen im Wald erkennen und kann von diesem Waldstück hier aus auch in dieses Waldstück hier oben wirken. Das ist eine Schlüsselposition. Ebenfalls eine Schlüsselposition auf tatsächlich eher auf wahrscheinlich deutscher Seite ist hier dieser kleine Waldabschnitt, der sich hier einmal von West nach Ost hier rüberzieht. Und zwar ist der interessant, denn es handelt sich hier, von hier aus habe ich guten Überblick ins Gelände, bin in einer höheren Position, kann hier unten zum Beispiel dieses Waldstück unter Feuer nehmen von oben. Von daher denke ich mal, ist es eine Position, die der Headbreaker sicherlich auch sehr, sehr gerne und dankend mit einnehmen wird. Da muss ich auf alle Fälle aufpassen, aber Schlüsselpositionen gelten ja nicht nur für mich, sondern ebenfalls auch für meinen Gegner. Eine weitere Schlüsselposition befindet sich hier unten, gegenüber des, oder noch auf meiner Setup-Seite im Prinzip. Ihr seht, hier ist so ein kleiner Hügel, der sich hier einmal quer rüber zieht. Und von dieser Stellung aus lässt sich da drüben, sag mal, der Zugang zum Fort relativ gut kontrollieren. Ihr könnt es hier schön sehen. Dieses Waldgebiet da drüben lässt sich wunderbar Feuer legen. Muss ich mal gucken, eventuell mit Mörsern, mit Maschinengewehren, ob ich diese Stellung allerdings nutze, weiß ich noch nicht. Sie ist auf alle Fälle gut und ich kann meine Einheiten, falls ich hinter Bedrängnis geraten sollte, auch relativ gut auch hier teilgeschützt durch diesen Wald auch wieder verlegen. Das war es mal mit den Punkten, relativ schnell zusammengedampft zum Thema Schlüsselpositionen. Und dann ist die Frage Avenues of Approach, das A bei Okoka. Was sind denn die Möglichkeiten, die der Feind hat, um hier tätig zu werden? Wir haben letztendlich, was Panzer betrifft, nur zwei Möglichkeiten. Wir haben die Northern Alley, ich bleibe jetzt aber bei englischen Begriffen, denn wir kämpfen ja auch mit den Amerikanern. Und die Southern Alley, das sind die einzigen Zufahrtswege, Avenues of Approach, die er mit Fahrzeugen nutzen kann. Er kann mit seinen Fahrzeugen auch tatsächlich in dieses Waldgebiet hier auch einfahren.
Ja, nur es wird da sehr, sehr schwierig. Ich kann hier mal die Bäume nochmal ausblenden. Es wird von hier aus sehr, sehr schwierig, eine Position zu finden, von der aus dann wieder Richtung meine Position durchbrechen kann. Das geht hier, wir haben also hier quasi noch im mittleren Teil noch eine Möglichkeit für seine gepanzerten Fahrzeuge, größer gepanzerten Fahrzeuge durchzustoßen. Ich würde aber sagen, die Hauptwahrscheinlichkeit, falls er den Panzer hat, liegt hier bei der Northern and Southern Alley. Und im mittleren Weg muss ich natürlich aufpassen, der kann aber natürlich auch sehr, sehr gut gesichert werden durch Panzerfäuste. Was Infanterie betrifft, sind die Möglichkeiten natürlich vielfältig. Er kann einen Weg hier über den Northern Woods, also über das nördliche Waldgebiet gehen. Halte ich für relativ unwahrscheinlich, dass da ein groß verstärkt irgendwas eingesetzt wird, denn das Waldgebiet ist sehr, sehr schmal, ist mit Artillerie wahrscheinlich recht gut zu beherrschen und lässt einem wenig Spielraum zu manövrieren. Gehe auch davon aus, dass ihm die 500 Punkte in der Mitte am wichtigsten sind. Das heißt, er wird sich mit der Infanterie auch in diesem Waldgebiet bewegen. Und dann haben wir hier unten noch im Southern Woods, in den südlichen Wäldern. Da haben wir natürlich massig Platz, um mit Infanterie zu arbeiten, gedeckt vorzugehen. Von daher, wenn Infanterie passieren wird, dann sicherlich im mittleren Sektor und im südlichen Sektor. Ich drehe die Karte nochmal so, dass wir auch wirklich in den Süden schauen. Das war's dann auch schon mit der relativ schnellen Analyse des Geländes. Ich möchte euch auch nicht unbedingt langweilen. Kommen wir also zu dem ausgelassenen E für Enemy. Was denke ich, was mein Gegner haben wird? Ich habe mir da lange drum Gedanken gemacht. Ich würde es einfach tendieren dazu zu sagen, dass auch der Headbreaker vielleicht nicht unbedingt seine ganzen ein Drittel der Punkte ausgibt für Panzer, denn das Gelände ist nicht unbedingt besonders gut geeignet für Panzer. Müssen wir mal gucken. Für die Punkte, die ihm übrig bleiben, könnte er sich so um die... Es wird da wohl rumkommen, 6-7 Panther oder sowas könnte er sich kaufen, nur ob das auf dieser Karte so sinnvoll ist, bin ich mir nicht ganz so sicher. Mein Tipp oder meine Vermutung ist daher, beziehungsweise das, worauf ich mich einstelle, ist, dass der Headbreaker, ich würde mal sagen, bestimmt mit recht erfahrenen Einheiten, man muss dazu sagen, dass natürlich jetzt unerfahrene Einheiten günstiger sind als erfahrene, wie Veteranen, Elite oder Crack oder Elite-Einheiten, die wesentlich teurer sind. Ich glaube, der Headbreaker wird definitiv mit eher Veteranen eingreifen. Das heißt, es wird ihn relativ viele Punkte kosten. Drum spekuliere ich beim Headbreaker darauf, dass er mit wahrscheinlich, wird ein Bataillon einkaufen, wird wahrscheinlich aber auch eine Kompanie daraus machen. Ja, also mit zwei Kompanien. Lieber weniger Infanterie, dafür gut ausgebildet. Das wäre so mein Tipp. Zwei Kompanien Infanterie, wahrscheinlich mechanisiert, eben um Geschwindigkeit aufzubauen, im Quick Battle, da ist es oftmals sehr, sehr wichtig, Positionen recht schnell einzunehmen, denn wer Positionen erstmal eingenommen hat, muss sie nur noch verteidigen. Und verteidigen ist in der Regel natürlich erstmal einfacher als angreifen, da ich für den Angriff einfach eine Überzahl an Einheiten brauche. Drum würde ich darauf spekulieren, zwei Einheiten teilweise auf Fahrzeugen, SD-Kfz verlegbar. Das wäre so mein Tipp, inklusive ein Zug Panther, vielleicht noch 4-5 Panther. Wobei Panther oder Stuks. Ich persönlich würde auf Sturmgeschütze gehen. Auf der Karte ist es nicht so wichtig, dass die gepanzerten Fahrzeuge ihre Türme drehen können. Die Schussfelder sind relativ schmal und gering. Das reicht eine kurze Drehung mit den Ketten nach links und rechts, sollte eigentlich ausreihen. Ich gehe mal von den Panthern zurück. Ich würde darauf tippen, dass er mit Sturmgeschützen agiert, die quasi die Infanterie unterstützen. Mein Tipp, zwei Kompanien Infanterie und, naja, zwischen 5 und 8 Sturmgeschützen wäre mein Tipp. Was wir in der Regel noch ausgemacht haben, habe ich ganz vergessen, ist, dass wir noch ein nicht-organisches Artillerie-Asset mit dazu nehmen dürfen. Das bedeutet, wenn wir uns ein Bataillon kaufen, sind da gewisse Artillerie- oder Mörser mit integriert, 60mm Mörser, 81 Mörser, die quasi organisch in diesem Bataillon sozusagen verwurzelt sind, die dahin gehören. Wir dürfen uns noch ein extra Element kaufen, um noch ein bisschen mehr Nachdruck für die Artillerie zu verleihen, aber das zeige ich euch dann gleich noch. Ja, das ist mein Tipp, was Enemy angeht von... Ja, das ist mein Tipp, mit welchen Einheiten der Headbreaker hier zu Rande gehen wird. Ob das stattfinden wird, was er benutzt, das werden wir dann später noch sehen. Kommen wir zum zweiten T der Matt-Analyse, und zwar Troops.
Normalerweise, wie gesagt, habe ich ja die Einheiten quasi in einem Szenario vorgefertigt. Hier, und ihr seht es auch schon, bin ich im sogenannten Einheiten-Editor. Und ihr könnt hier drüben sehen, 4500 Punkte ist das Budget. Es greift hier noch sowas wie Rarität. Also einige Fahrzeuge sind deutlich seltener, als es andere Fahrzeuge sind. Ihr könnt hier sehen, hier, wo habe ich sie denn? Habe ich sie schon drin? Ja, meine Tank Destroyer M18 Hellcat haben eine Rarität von 432, was so mittel ist. Diese Rarity ist einfach dafür da, dass irgendwelche Einheiten, die selten auf Schlachtfeldern zu finden waren, jetzt hier auch nicht massenweise zum Einsatz kommen können. Dementsprechend auch ein bisschen historischer, authentischer das Ganze rübergebracht wird. Der Prozess, ich habe dazu mal einen Livestream gemacht. Der Prozess hier der Einheitenfindung war für mich extrem langwierig, denn ich war mir schon nicht sicher, was ich für eine Taktik oder Strategie fahren soll auf dieser Karte. Die ist wirklich nicht einfach. Wir kommen da später auch nochmal dazu. Letztendlich habe ich mich dazu entschlossen, ein komplettes Infanteriebataillon zu kaufen. Möglich gewesen wäre auch Armored Infantry. Ich kann euch das mal zeigen. Ich nehme mir mal eine Armored Infantry dazu. Da hätte ich hier bei den einzelnen Zügen und Platoons auch Fahrzeuge mit. Na, die sind jetzt dismounted. Machen wir mal eine, die mounted ist. Auch teilweise Fahrzeuge mit dabei gehabt. Man kann hier in dem Editor auch wirklich sehr, sehr viel Kleinkram einstellen. Ich kann einzelne Fahrzeuge rausnehmen. Ich kann einzelne Fahrzeuge dazustecken. Einstellen, wie gut und erfahren die Einheiten sind und so weiter und so fort, bis man dann letztendlich auf die Punkte kommt, die man haben möchte. Ich bin jetzt hier momentan bei 4171 Punkten, liegt daran, ich kann den Einheiten-Editor nicht abspeichern in dem Zustand. Ich habe jetzt nur mal so grob hergestellt, was ich habe. Wir sehen es im Spiel dann auch genauer. Ich habe mich dazu entschlossen, mit einem kompletten Infanteriebataillon anzugreifen. Warum nur normale Infanterie und keine Armored Infantry? Es liegt daran, dass ich nicht glaube, dass auf der Karte die gepanzerten Truppentransporter Half-Tracks und SD-Kfz jetzt eine allzu große Rolle spielen können. Zum einen sind die immer sehr, sehr anfällig gegen Feindfeuer. Sobald der Schütze quasi ausgeschaltet ist, ist die Feuerkraft des Fahrzeugs auch weg. Und zweitens glaube ich, dass sie in dem doch sehr waldigen Gebiet einfach relativ schlecht zum Einsatz kommen können, denn diese Fahrzeuge müssen eigentlich, um wirksam zu sein, auf größere Distanzen wirken, damit sie selber nicht in Gefahr, zum Beispiel durch Panzerschrecks, Panzerfäusten, Bazookas oder sowas kommen oder durch feindliches MG-Feuer. Das heißt, ich setze eher darauf, dass auf der Karte das nicht so zum Einsatz kommt und habe mich deswegen für normale Infanterie entschieden. Die hat noch einen weiteren Vorteil, denn die hat zum einen größere Squads. Hier haben wir 12-Mann-Squads und in der Armored Infantry sind es nur 10-Mann pro Squad. Und zweitens habe ich etwas mehr Mörser, organische Mörserunterstützung. Ihr könnt hier sehen, in der D-Kompanie im dritten Platoon habe ich 2x81 Mörser-Section off-Map und zweimal, Moment, sogar mehr noch. Genau. 2x81mm Off-Map-Artillerie plus nochmal 281er Mörser, die direkt auf dem Schlachtfeld stehen. First Team, Second Team sind insgesamt 4 Mörser. Schwere Maschinengewehre habe ich einen Platoon rausgenommen. Wie gesagt, das mit den Punkten hier drüben stimmt nicht so ganz, denn ich habe hier natürlich noch Feintuning betrieben. Generell sind meine Truppen mittelmäßig gut ausgerüstet, mittelmäßig gut trainiert. Dafür habe ich mehr Masse. Ich hoffe zumindest, mehr Masse zu haben. Also mein Gegenspieler hat, bei dem ich darauf kalkuliere, dass er ja doch mit erfahrenen Truppen angreifen wird. Ich habe mir dann noch ein Supply Platoon gekauft, denn schnelle Verlegung ist nach wie vor für mich auch wichtig. Das Supply Platoon besteht hier aus 4 Trucks. Ich habe noch einen 5. extra dazu gekauft. Im Übrigen finde ich das auch nur fair, denn beziehungsweise ist jetzt auch nicht unrealistisch, denn natürlich hat ein Infanteriebataillon, das angeschlossen ist an ein Regiment, natürlich auch Kfz beziehungsweise LKWs, die für Transporte zuständig sind. Die werden jetzt im Prinzip aus dem Nachschub genommen und hier dem ersten Bataillon zugewiesen, um die teilmobil zu machen. Die einzelnen Trucks werden im späteren Verlauf der Mission einzelne Teile der Kompanien möglichst schnell auf verschiedene Punkte verteilen bzw. hinbringen und sind auch dafür da, im Lauf des Spiels Munition nachzuliefern. Das heißt, ich muss jetzt nicht unbedingt so darauf aufpassen, dass ich zu wenig Munition mit dabei habe. Was habe ich mir noch geleistet? Ich habe mir noch als extra Artillerie einen Mörserzug im Mortarplatoon geleistet, off-Map. Der hat 381mm Mörser mit dabei, hat relativ viel Munition, ist zwar ein recht kleines Kaliber, aber mal gucken, wofür ich die einsetzen werde. Es ging ganz gut her. Und als besondere Überraschung habe ich noch ein Air-Support-Element mit dabei, und zwar eine P-51B Mustang Fighter Bomber. Nichts Tragisches, der hat einfach nur 8x50 Cal Maschinengewehre an Bord. Und der fliegt da 2-3 Mal drüber
Und ja, letztlich ist mein Plan damit, ein bisschen Verwirrung zu stiften, ein bisschen Panik zu stiften, den Headbreaker vielleicht ein bisschen aus dem Tritt zu bringen, dass er Angst hat, dass ich auch hier Bomber vielleicht hätte oder ja, Flugzeuge hätte, die mit Raketen bewaffnet sind, mit schweren Bomben bewaffnet sind. Die gibt es nämlich auch. Die sind allerdings viel, viel zu teuer. Und ehrlich gesagt fände ich dieses auch ein bisschen unfair. Wobei man sagen muss, Luftunterstützung ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Man weiß nie so recht, ob die tatsächlich dann auch dort runterkommt, wo man sie haben möchte, und B, ob sie jetzt natürlich auch Feindkräfte überhaupt aufstöbern können. Ist in dem Waldgebiet schwierig, deswegen habe ich mich jetzt einfach dafür entschieden. Ging recht günstig her für knappe 30 Punkte. Ist jetzt eher so ein bisschen Immersionsfaktor und vielleicht auch psychologische Kriegsführung. Das ist mit dabei. Nach der Met-Analyse habe ich mir dann Gedanken gemacht, wie ich das Ganze erstmal in einem groben Plan formulieren kann. Und mein grober Plan sieht vor, dass ich mich hauptsächlich oder beziehungsweise ausschließlich um die drei Objekte North Hill, Center Hill und South Hill kümmere. Denn wenn ich die in meiner Hand habe und am Ende des Spiels sichern kann, dann müsste der Sieg auf meiner Seite liegen. Dazu werde ich ausgehend von dem Bereich Northern Hills über den Middle Saddle hin zum Center Hill eine Linie bilden und dann letztendlich schon nach hinten zurückversetzt. Ich zeichne euch das jetzt hier mal in den Plan ein, eine weitere Verteidigungslinie, die sich wirklich nur darum zu kümmern hat, dass mir der South Hill nicht eingenommen wird und eventuell auch Gegenstöße führen kann im südlichen Bereich. Ich gehe also gar nicht groß in die Offensive. Sinn und Zweck ist, möglichst schnell alle Punkte zu sichern, möglichst schnell alle meine wichtigen Schlüsselpositionen zu sichern und den Gegner dann dort auflaufen zu lassen. Bedeutet aber auch, dass ich sehr, sehr schnell vorgehen muss. Wie schaut das jetzt im Einzelnen aus? Ich habe jetzt hier dazu mal quasi einen vereinfachten Bataillonsbefehl erstellt nach Lageauftrag, Durchführung, Einsatzunterstützung. Ja, klar, ist jetzt natürlich nicht die amerikanische Doktrin, sondern eine deutsche, aber ich mische das so ein bisschen. Da, wo ich halt ein bisschen Ahnung habe, da kann ich eventuell was reinbringen. Ah, feindliche Lage. Feindliche mechanisierte Kräfte in vermutlich Bataillonsstärke mutmaßlich verstärkt um Einzug Stucks rücken ins Einsatzgebiet mit zwei Kompanien. Schwerpunkt Mitte und einer Kompanie folgend vor, um vermutlich Central Hill zu nehmen und eigene Kräfte zu zerschlagen. B. Eigene Lage. 1st Infantry Battalion, 79th Regiments, 29th Infantry Division soll Zielgebiete in Northern Hill, Southern Hill und Central Hill im Einsatzraum nehmen. Schwerpunkt bei A-Kompanie und Central Hill. Gegen angreifende deutsche Kräfte halten und gegebenenfalls Gegenstoß bei Möglichkeit durchführen, um die letzten Angriffsbemühungen der feindlichen Kräfte zu zerschlagen. Zweitens. Auftrag. Auftrag des 1st Infantry Battalion ist es, den Bataillonsschwerpunkt bei Angriffsziel Central Hill zu bilden und zu nehmen und den Feind zu zerschlagen. Drittens. Durchführung. A. Absicht. Meine Absicht ist es, die Angriffsziele mit zwei Kompanien, Schwerpunkt Mitte links und einer Kompanie in Reserve zu nehmen, Stellung zu beziehen, Feind aufzufangen und bei Möglichkeit durch Gegenstoß zu zerschlagen. B. Kampfaufträge. Alpha Company jetzt Anmarsch über Hauptstraße Richtung Northern Woods. Wir ziehen Stellung von Northern Woods bis Central Hill mit drei Platoons nebeneinander. Fängt auf, feindliche Kräfte entlang Straße Ost-West, Northern Alley und im Bereich Central Hill. Hier Schwerpunkt. Bravo Company, jetzt Anmarsch über Hauptstraße. Bezieht Verfügungsraum zwischen Wils und Brücke. Bildet Reserve und macht sich bereit, Auffangen des Feindes durchzuführen. Charlie Company, jetzt Anmarsch per Fuß über Südfurt entlang Südweg. Klärt auf mit einem Platoon Richtung Ost, bezieht mit zwei Platoons nebeneinander Stellung. Bei Feindberührung verzögern und über eigene Stellung ausweichen. Helcal Platoon jetzt Anmarsch über Hauptstraße. Halbzugweise Stellung Northern Alley und Southern Alley beziehen. Feindliche Anmarschwege überwachen, gegen gepanzerten Feind sichern. Viertens. Einsatzunterstützung. Einsatzunterstützung findet durch zwei Mörserplatoons im Nahbereich und einem Mörserplatoon im nahen Umfeld statt. Anforderungen über Bataillonskommandeur. TRPs im Vorfeld, Zentralhügel und Southern Approach gesetzt und werden auf Befehl ausgeführt. Soweit jetzt quasi zu dem groben Plan. Ich mache das jetzt ein bisschen, na, ich würde es nicht sagen unbedingt Roleplaying-mäßig, aber tatsächlich ist die Feinausarbeitung der ersten Züge durchaus relativ schwierig. Außerdem ist es so, dass man natürlich, wenn man quasi dann im Einsatzgebiet angekommen ist, vor Ort die Lage ein bisschen besser beurteilen kann. Das ist natürlich in der Realität so. Ich selber im Spiel habe es aber auch so. Ich kann mir die Karte zwar im Vorfeld sehr, sehr genau angucken, aber letztendlich ist die Lage dann vor Ort meistens ein bisschen anders. Man kommt vielleicht nicht so weit, wo man hin wollte. Man muss umdisponieren, deswegen schaue ich da meistens gar nicht so bis ins Klein-Klein, welche Stellungen hier und dort bezogen werden. Wie ich es jetzt quasi für mich mache und rechtfertige, ist, dass jetzt im Prinzip die groben Befehle raus sind. Einmal ans Alpha Platoon, an die Alpha Company, einmal an die Bravo Company und einmal an die Charlie Company. Die Delta Company, die wird unterstützend eingesetzt. Da habe ich noch keinen konkreten Plan, wo ich die zu verwenden habe. Die werden erstmal zentral irgendwo eingesetzt.
Wir werden in den nächsten Zügen, weil es jetzt einfach auch zu sehr ins Detail gehen würde, werde ich dann quasi für die einzelnen Kompartien noch ins Detail gehen und natürlich auch auf den Plan verzeichnen, wo die einzelnen Stellungen mit bezogen werden sollen. Hier läuft jetzt gerade die Zusammenfassung der ersten vier Runden. Und man kann jetzt hier schon sehen, ich habe es jetzt quasi mal hier ein bisschen zusammengepackt. Es ist natürlich erstmal nicht viel, wirklich viel passiert. Man kann jetzt sehen, wie sich schon die ersten Teile hier drüben, die Alpha Kompanie schon Richtung ihres Bereitstellungsraums bzw. ihres Einsatzortes bewegt. Schön zu sehen sind auch die Hellcats, die sich jetzt hier schon, die ersten beiden Hellcats sind schon über die Brücke drüber, sind hinten schon auf der Fahrt durch das Städtchen Wilz hindurch, um sich in ihre Abfangposition bei der Northern Alley zu begeben. Und auf der ganz rechten Flanke üben drüben sieht man auch schon, dass sich die C-Kompanie schon den Weg durch die Furt bahnt. Ja, da ist es ziemlich, wie soll ich sagen, eng. Und eng wird es vor allem nachher auch, was die Brücke betrifft. Denn da müssen nachher so viele Infanterieeinheiten drüber, dass es nicht ganz einfach wird. Ich habe schon auch ein bisschen Respekt davor. zu viel Tempo auch zu verlieren. Die ersten Einheiten hier auch schon von der C-Kompanie sind jetzt oben über die mittlere Furt auch schon mit drüber gekommen. Man kann aber jetzt in der Setup-Zone sehen, dass ich doch einige Einheiten auch erstmal relativ langsam sich bewegen lasse, denn es entsteht, wie gesagt, später noch ein ziemliches Durcheinander bzw. ein extremer Stau auf der Brücke. Ja, ansonsten gibt es zu den ersten drei Runden nicht weiter viel zu sagen. Ich bin mal gespannt, wenn das Ganze hier vorbei ist, mir das dann auch aus der Perspektive vom Headbreaker anzugucken. Kann ich auch euch empfehlen. Schaut da auch mal rüber. Das abwechselnd anzugucken ist wirklich eine sehr, sehr spannende Angelegenheit. Wir werden jetzt hier dann relativ bald auch Schluss machen. Und zwar werden wir bei der Runde, gegen Ende der Runde 4, werden wir uns vielleicht nochmal die eine oder andere Kleinigkeit angucken. Denn ja, man kann es jetzt hier schon sehen. Auf der rechten Flanke bei der C-Kompanie fällt tatsächlich bei der Furt auch schon die erste Artillerie. Und ich würde auch sagen, wir schauen da jetzt mal näher rein. So, hier sind die Jungs von der C-Kompanie. Schauen wir, was wir jetzt hier haben. Staff Sergeant Rock. Gehen jetzt hier auch gleich in die Deckung. Und hier hinten kann man schon sehen, über die Furt drüber zu kommen, ist nicht ganz so einfach. Da staut sich es ganz schön. Und ich habe tatsächlich jetzt ganz schön Schiss, dass mir die Artillerie jetzt hier schon erste empfindliche Verluste zufügt. Also was ist jetzt Gott sei Dank frei und hier kann ich mich jetzt auch einigermaßen frei rennen. Hoffen wir, dass es klappt. Nur Geschoss runter. Das Artilleriefeuer scheint nur sehr leicht zu sein. Auf der linken Flanke, ich weiß nicht genau, ob ihr das hören konntet, da scheint auch irgendwas passiert zu sein und das schauen wir uns jetzt auch gleich mal an. Besser gesagt, ich weiß natürlich, was passiert ist. Wir springen mal ein paar Sekunden zurück. Sind wir jetzt am Anfang? Ja. Und zwar gucken wir uns an, was hier passiert und zwar mit unserem... Na, wo sind wir denn? Unser Hellcat. Was ist der hier? Schauen wir mal. Wenn es soweit ist. Das ist unser zweiter Hellcat eigentlich. Der kommt hier drüben angefahren. Oh, habt ihr es gesehen? Ich spule nochmal kurz zurück. Saust den Geschoss über den Kopf drüber. Da haben wir gespottet. Wir können einfach mal rüberschauen. Und zwar haben wir hier einen feindlichen Panther. Kommandant schaut raus, der erste Schuss ist abgegeben. Tja, der zweite Schuss, wie soll ich sagen? Aber seht selbst. Mein Schuss ging knapp drüber. Der Schuss. Ja,
Hit Front Turret Penetration, ihr seht, alle sind tot. Ja, so schnell kann es gehen. Ich hätte nicht gedacht, dass es gleich in der ersten Runde tatsächlich jetzt schon zu Verlusten kommt. Mal gucken, ob wir das Einschussloch irgendwo entdecken können. Ja, mein hier ist ja im Prinzip bloß Blech. Wir haben hier zwei Einschusslöcher, einmal gerade durch. Mal gucken, ob die auf der anderen Seite auch wieder rausgekommen sind. Ja, hier ist einer raus. Da war es nur ein Treffer. Naja, so viel zu meinem ersten Hellcat. Das ist am Ende der vierten Runde die taktische Lage. Hier oben ist noch alles gut im Griff bei der Alpha Kompanie. Wir können da mal kurz mal hingucken. Sind auch einwandfrei abgestiegen. Na, ich spule mal ein bisschen zurück. Schauen wir uns mal an, wie die hier ankommen. So, Teile der Alpha Company. Dann haben wir denn jetzt hier Teile vom zweiten Squad. Hinten kommt jetzt auch schon der nächste Truck. Das Entladen klappt hier auch ganz gut. Vielleicht gewinnen wir das Rennen hier zu dem Hügel. Geht's mal davon aus, dass der Headbreaker sicherlich auch, ja, am Anfang ein kleines Rennen startet. Man sieht es ja auch, er hat auch gut antizipiert, wann ich über die Furt drüber komme. Hoffen wir mal, dass es in der nächsten Runde nicht zu schweren Verlusten hier drüben auf der rechten Flanke kommt, wo jetzt die Artillerie drüben einschlägt. So, mal gucken. Und im nächsten Teil werden wir auch uns jetzt nochmal zumindest erstmal von der C-Company mal anschauen, was ich mir da für einen Plan ausgearbeitet habe, wie das Ganze funktionieren kann. Und hier sind wir schon auf dem Weg auf diesen Center Hill. Mal gucken, ob wir das schaffen. Oh, da hinten sehe ich schon, wir haben hier irgendeinen Kontakt. Ist kein Panzer, ist ein kleineres Symbol. Das bedeutet wahrscheinlich irgendein SD-Kfz oder irgendwas Kleineres. Lasst wir uns nächste Runde davon überraschen. Würde mich auf alle Fälle sehr freuen, wenn ihr mir wieder reinschaut. Und ich kann euch versprechen, ja, es war jetzt eine lange Folge. Ja, vielleicht auch ein bisschen langweilig für den einen oder anderen. Auf der anderen Seite gehört es einfach dazu. Die Phase vor einer Schlacht in einem Quick Battle ist einfach eine sehr, sehr wichtige Phase. Und Fehler, die hier gemacht werden, wer weiß, ich bin auch nicht hundertprozentig zufrieden mit meiner Truppenauswahl. Ich befürchte auch so ein bisschen, mir fehlen vielleicht noch ein paar mobile Elemente oder irgendwas, was die Infanterie unterstützen kann. Aber wir werden sehen, und auch deswegen hat es diesmal so lange gedauert. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal mit reinschaut, und hinterlasst mir gerne den ein oder anderen Kommentar und aber auch Like. Denn gerade was die ersten Videos betrifft, ist es so, dass es dem Ranking hilft bei YouTube, dass auch andere Leute das finden können. Und wenn euch Combat Mission gefällt und ihr denkt, andere sollten das sehen, dann könnt ihr mir und anderen damit helfen. Vergesst auch nicht, beim Headbreaker reinzugucken. Der entweder am selben Tag oder einen Tag abwechseln, wir wissen noch nicht genau, wie wir das machen, auch seine entsprechenden Folgen und seine Sicht der Dinge. Und ich kann euch nur eins verraten, das ist sehr, sehr spannend, beide Gedankengänge sich mit anzuhören. In diesem Sinne wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat's euch, servus.